Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch SDRW 5 Zugabe von Alligator in der Earbook Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Earbook-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu dem Earbook findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. SDRW 5 Zugabe von Alligator, das Ganze am 20. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Unboxing aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl. Wie man sehen kann, ist das Ganze noch in einem Karton verpackt. Den habe ich euch deswegen noch nicht ausgepackt, weil der hier nochmal speziell gebrandet ist. Sieht man sehr selten, aber hier hat man tatsächlich einen Sticker auf diese Kartonverpackung draufgepackt. Und zwar haben wir hier die SDRW 5 Zugabe von Alligator. Dann haben wir hier das Cover. Darunter dann die Tourdates zu der anstehenden Tour, die im Juni, Juli und August 2020 stattfindet. Einen FSK 16 Hinweis, das bedeutet, wir finden hier auch eine DVD oder Filmmaterial vor. Und dann haben wir die Beteiligten und einen Barcode. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, drehen wir das Ganze mal um. Es ist echt ein ziemlich großer Karton, flach, aber dafür recht groß. Dann werden wir mal hier schauen, dass wir das aufreißen. Jawohl. Und dann schauen wir mal, was sich hier drin befindet. So, okay. Jetzt ist auch klar, warum. Denn es ist ja nicht nur das Earbook hier drin, sondern wir haben ja auch noch ein Shirt. Also, einmal das Shirt und dann das Earbook. So, jetzt ist da drinnen nichts mehr. Bedeutet, der Karton kommt weg. Und das sind die beiden Inhalte, um die es geht. So, beide noch in Folie. Wir machen die Folie mal ab. So, einmal das Shirt. Und dann haben wir natürlich noch das Earbook, welches auch in Folie ist. Einmal hier einschneiden. Und dann lässt sich das hier wunderbar öffnen. So, auch hier auf diesem Earbook wieder ein, wir sehen es, FSK 16 Hinweis. Nochmals extra. Gut, so sieht das Ganze dann aus. Also in seiner ganzen Pracht das Earbook. Limitiertes Ohrbuch nennt sich das Ganze. Zu dem Album SDRW 5, die sogenannte Zugabe. Wir erinnern uns, im September 2018 ist dieses wunderbare Album erschienen, SDRW 5, und damals eben noch ohne den roten Rahmen. Das ist jetzt wirklich so das Cover der Zugaben-Edition mit diesem Rahmen. Darunter in diesem Blumentopf lesen wir wieder Schlaftabletten Rotwein Teil 5. Und dann haben wir hier Alligator bzw. den Terroristen hier in der Blume, in der Sonnenblume verewigt. Sonnenblume, weiß gar nicht, ob es rote Sonnenblumen gibt. Egal, wir schauen uns das Ganze von der Seite an. Limitiertes Ohrbuch Alligator. Und auf der Rückseite dann wieder jede Menge Blumen mit dem Terroristengesicht. Oh, es gibt auch eine reguläre Blume. Und hier auch wieder Beteiligte und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. So, auf der ersten Seite haben wir gleich mal das Wichtigste. Und zwar haben wir hier einmal die Album-CD zu SDRW 5 Zugabe. Sieht so aus. Auch hier wieder Blume mit Terrorist im Gesicht. Audio-CD lesen wir hier. Jawohl. Dann haben wir mit dabei eine DVD. Beziehungsweise, nein, es ist eine Blu-ray. Wir haben hier zwei Blu-rays. Einmal die hier, der wir auch den 16er verdanken. Wir haben hier Wie zu Hause, also das Live-Konzert, die Tour war damals live in Berlin und dort wurde das scheinbar aufgezeichnet auf Blu-ray. Und dann haben wir noch das legendäre Savannenkonzert plus Reisedoku. Also wir erinnern uns, auch damals, als Alligator das Album angekündigt hatte, gab es ja das sogenannte Release-Konzert, die Release-Show. Und die wurde dann tatsächlich irgendwo in der Savanne angekündigt.
in einem Land, das jetzt nicht ganz so einfach zu erreichen war, irgendwo in Afrika. Und ja, deswegen, nachdem dort so gut wie keiner, oder ich denke mal bis auf seine Crew und sein Team, keiner live dabei war, gibt es dieses Konzert jetzt endlich auf Blu-ray. Ich bin schon sehr gespannt. Es gab damals ja auch einen Livestream, den konnte ich aber leider nicht ansehen. So, dann haben wir hier die erste Seite. Was lesen wir hier? Der Wahnsinn ist wie eine Feldblume, ist ihre Saat erstmal in einen fruchtbaren Kopf gefallen und stehen die Sterne günstig, beginnt sie sich festzusetzen. Zunächst wirken die Gedanken wie Unkraut in einem akkurat auf 3,5 cm getrimmten, sozial angepassten Charaktergarten. Aber wenn man sie wachsen lässt und genau hinsieht, wird man ihre Schönheit erkennen. Herzlich willkommen in meinem ungepflegten Garten. Alligator. Ja, hier haben wir den guten Mann abgebildet in bester Krankenschwester oder Arztmontur mit einem Staubsauger hier im, es dürfen glaube ich Mohnblumen sein, mitten im Feld. Und dann schauen wir mal hinein. Jawohl, wir haben hier erstens mal ein Inhaltsverzeichnis. Hier wird uns verraten, was sich alles hier in dem Buch befindet. Wunderbar, also hier gibt es Fotos, die STRW-Historie, Song by Song, Skizzen. Das Savannenkonzert, genau in Kenia war das, was mir vorhin nicht eingefallen ist, in Kenia. Dann haben wir die Band und die Wie zu Hause Tour. So, dann geht das Ganze hier weiter mit Fotos. Hier wieder der Terrorist. Was macht er? Kartoffel schälen. Dann Alligator voll in seinem Element mit diversen Instrumenten. Weitere Fotos in weiteren Verkleidungen. Dann geht's hier los mit der STRW-Historie. Die STRW von den Anfängen bis zur Gegenwart. Ja, und hier bekommt man dann einen Einblick. Das ist, glaube ich, auch besonders für die geeignet, die dann eher später, vielleicht erst mit STRW 4 oder 5 eingestiegen sind. Hier bekommt man dann so einen Überblick und eine Info zu den ersten Teilen. Jawohl. Dann haben wir hier eine Doppelseite für Teil 2. Auch hier wieder mit Cover Artwork, den Booklet-Fotos und natürlich dem Text. Teil 3, den gab es ja dann auch physisch, den habe ich unter anderem bei mir im Regal. Teil 4 und der jetzige Teil, Teil 5. So, was haben wir dann noch? Dann haben wir die Tracklist. Das ist die Tracklist der normalen Variante. Also das ist wirklich nur STRW 5 mit 16 Songs. Die Zugabe hat dann noch ein paar Songs extra. Und wir lesen hier Liedbesprechung und Anekdoten. Also hier bekommen wir scheinbar pro Track dann die Infos, genau, was sich Alligator damit gedacht hat, wie es zu diesem Song kam. Und natürlich der komplette Text. Nicht schlecht. Ein Problem mit Alkohol. Zweiter Text. Hass. I need a face. Die grüne Regenrinne 1 bis 3, das höre ich immer noch gerne. Jawohl. Beine brechen. Ohrwurm des Todes. Füttern verboten. Meinungsfrei. Freie Liebe. Terrorangst. So gut wie neu. Meine Ho. Und wo haben wir es? Wo kann man das kaufen? Auch für mich eines der Highlights. Wie zu Hause. Gut, das war's mit STRW 5. Dann haben wir hier die Skizzen. Logoskizzen und Storyboards gezeichnet von Alligator. Ja, hier haben wir unterschiedliche Varianten. Also einmal dieses klassische Alligator-Logo, das A. Dann diverse STRW 5-Schriftzüge. Also man hat hier scheinbar immer schon das Ganze mit dem römischen Fünfer, mit diesem V gemacht. Und es gibt hier keine Version mit einem normalen, mit einem arabischen Fünfer. So, dann haben wir hier die Storyboards zu den einzelnen Videos. Nicht schlecht. Dann das Savannenkonzert. Die STRW 5 Release Show am 14. September in Kenia. So sah das aus. Also das, ich habe es echt nicht glauben können damals, aber gut, wenn es einer macht, dann Alligator. Hier einfach mitten irgendwo in der Wildnis. Das ist schon beeindruckend.
Vor allem, was das, glaube ich, logistisch für einen Aufwand war, das lässt sich, glaube ich, schwer nachvollziehen, was man da geleistet hat. So, dann die Band. Die Menschen, die mit Alligator auf der Bühne stehen, stellen sich vor und geben Einblick in ihre Arbeit. Ja klar, er darf natürlich nicht fehlen. Battleboy Basti, der Liftboy, der ewige Begleiter bei jeglichen Live-Shows. Also ein umfangreiches Interview hier mit dem Battleboy. Wen haben wir hier? Tobias Heimer. Okay, also auch er in der Liveband. Tobias Heimer. Dann Hannes Kelch. Interview mit Onkel. Okay, der bürgerliche Name nicht dabei. Mit Benny. Dann haben wir hier das Bühnenbild der Wie zu Hause Tour, Wie zu Hause nur auf Tour. So sieht das aus. Hier nochmal die Band samt Alligator auf der Bühne. Und ja, so sieht das dann aus. Wenn der gute Mann live auf der Bühne steht, dann ist auf jeden Fall die Hütte voll. Da wird auf jeden Fall ordentlich Gas gegeben. Senfgelb, die Farbe, die Trendfarbe überhaupt. Ja, und die Crew in gelben Bademänteln. Und zum Abschluss gibt es dann noch die Credits. Denn, wie gesagt, wir haben ja auch noch Bonus-Songs, in diesem Fall 4 Stück. Die habe ich jetzt da irgendwie nirgendwo aufgelistet gesehen, aber wie gesagt, es sind 16 auf der regulären STRW 5-Variante plus eben dann noch 4 Bonus-Varianten, also 4 Bonus-Tracks. Da hat man insgesamt 20 Stück. Und dann sind wir mit dem Earbook durch, beziehungsweise mit dem sogenannten Ohrbuch. So, und nach diesem Ohrbuch gibt es noch einen Inhalt, der hier dabei ist. Und das ist dieses Shirt. Und dieses Shirt ist dem Savannenkonzert gewidmet. Jawohl. Das Shirt ist in Schwarz. Hier lesen wir groß Savannenkonzert. Dann haben wir hier Alligator in dieser wunderbaren Stammeskleidung, in dieser afrikanischen Tracht mit einer Wolke vor dem Gesicht. Und darunter lesen wir dann: Ich war nicht dabei. Ja, ich glaube, das geht so ziemlich jedem so. Auf der Rückseite haben wir dann die Tourdaten, wie man das ja so kennt. Das legendäre Savannenkonzert 2018. Mecklenburgische Seenplatte abgesagt. Also es wurde hier auch durchgestrichen. Afghanistan Hindukusch abgesagt. Boah, das wäre auch mal spannend dort. Nepal Himalaya abgesagt. Aber Kenia Savanne, das hat stattgefunden. Das ist hier auch als einziges nicht abgesagt und nicht durchgestrichen worden. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem B und C exakt 190 in der Größe L. Die Größe war damals einheitlich, also es gab keine verschiedenen Größen zur Auswahl. Und wir haben es hierbei zu tun mit 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, dann packen wir das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser wunderbaren Earbook Edition befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. So wie natürlich das STRW 5 Zugabe Earbook inklusive der Album-CD 20 Tracks, der Blu-ray mit dem Konzert live in Berlin von der Wie zu Hause Tour und der Blu-ray des Savannenkonzerts der STRW 5 Release Show. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Earbook Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album beziehungsweise dem Earbook? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Alligator unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.